Am heutigen Tag ist Stream-Snipen erlaubt. Ich trete einer Solo-Battle-Royale-Runde bei und ihr dürft meinen Stream benutzen, um zu wissen, wo ich bin. Sollte ein Stream-Sniper am Ende den epischen Sieg holen, gewinnt dieser 1000 V-Bucks. Vergesst auf keinen Fall, dem Video hier ein Like dazulassen und den Kanal kostenfrei zu abonnieren und schaut sehr gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort heiße ich AlviVB und bin so gut wie jeden Tag live. Und solche Formate wie dieses finden dort immer statt. Aber jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Let's go, rein da. Hier sind die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code AlviVB im Alpenshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Ich habe natürlich auch den Gwenpool-Skin an für das Format. Und wir haben auch auf jeden Fall schon ganz guten Stuff eigentlich. Wir können auf jeden Fall damit fighten. Das ist gut, das ist gut. Und vor allem ordentlich wegkommen von den ganzen Stream-Snipern. Das ist natürlich unsere erste Mission, unsere größte Mission. Guck mal, da hinten ist schon einer. Dead. Nice. Einer mehr down. Ich gehe auf den. Oh mein Gott, was hat der für Stuff gehabt? Oh mein Gott. Okay, Chat Ws, oder? Ws? Chat Ws? Ws? Schauen wir mal. Sobald wir irgendwelche Gwenpool-Skins sehen, dann wissen wir natürlich, dass das Stream-Sniper sind. Dementsprechend, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir müssen die Augen offen halten, damit wir da jetzt irgendwie nicht relativ schnell in eine Situation mit einem Stream-Sniper kommen, weil der will uns natürlich jetzt direkt dann holen. Aber wenn die Stream-Sniper smart genug sind in der Runde, dann sollten sie eigentlich eher darauf schauen, dass sie die Runde entspannt runterspielen, vielleicht nicht mit mir in den Fight kommen, sondern schauen, dass sie die 1000 V-Bucks ziemlich easy gewinnen können, weil eigentlich ist es ziemlich free. Wenn man einmal in meine Runde kommt, so viele Stream-Sniper kommen ja natürlich auch nicht rein. Ne? Wir sind gerade live auf Twitch mit ungefähr 800 Zuschauern. Da kommen natürlich schon ein paar rein, aber mehr als 10 bis 15, 20 Leute sollten sich auf gar keinen Fall Stream-Snipen. Dementsprechend sind natürlich auch viele dabei, die sich sehr, 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 sehr doll auf diese Runde konzentrieren. Dementsprechend auch unfassbar tryharden. Cap-Cap-Cap-Mats farmen, den besten Stuff farmen, der nur möglich ist. Und wenn es Stream-Sniper gibt, die hier komplett reinschollen und mich einfach nur killen wollen, dann haben die natürlich weniger Chancen, ne? Das ist klar. Schauen wir mal. Und ich werde natürlich den Stream-Snipern das Leben jetzt auch nicht so einfach machen. Und werde hier diese Runde auch komplett tryharden. Ich sag's euch ganz ehrlich. Falls ihr übrigens bei so einem Format auch mal mitmachen möchtet, eigentlich so gut wie alle Videos vom Zweitkanal werden on-stream aufgenommen. Auf Twitch heiße ich AlviVB, genauso wie mein Creator-Code im Endeffekt. Deswegen schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Ich bin ab und zu auch auf YouTube live, aber überwiegend auf Twitch. Auf Twitch so gut wie jeden Tag. Ich probiere jeden Tag live zu gehen. Kommt da sehr, sehr gerne vorbei. Würde mich sehr freuen. Oh, wer ist hier? Tag. Okay, nice. Der hat geilen Stuff gehabt. Nehmen wir auf jeden Fall. Es war kein Stream-Sniper, weil der hatte nicht den Gwenpool-Skin an. Aber die meisten Stream-Sniper haben den Gwenpool-Skin. Oder ich habe auch den, ich habe den anderen auch gesagt, falls sie keinen Gwenpool-Skin haben sollten, dann tragen die im Moment einen No-Skin. Das heißt, wir können tatsächlich am Skin echt feststellen, ob die Leute Stream-Snipen oder nicht. Das würde ich sehr, sehr gut. Und da ist ein Gwenpool-Skin! Wir müssen laufen, Chat! Wir müssen laufen, Chat! Wir müssen laufen, da ist ein Gwenpool-Skin! Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Will er fighten? Oh, muss runter. Okay, zieht durch. Digga, es spawnt einfach hinter mir. Ist das krank. Okay. Ja, ihr habt's gesehen. So schnell kann es gehen. Die spawnen plötzlich einfach hinter einem. Sind hier Gwenpool-Skins? Nee, guck mal, hier oben nicht. Und Spider-Man-Skin? Wir gucken uns erstmal die Situation an. Weil, klar, Stream-Sniper sind natürlich gegenüber mir unfassbar im Vorteil. Die wissen die ganze Zeit, wie viel HP ich habe, welchen Stuff ich habe. Deswegen fighte ich jetzt ungern Stream-Sniper, to be honest. Hier oben ist ein Auto. Toll. Mal ruhig. Das ist safe ein Gwenpool-Skin da hinten. Oh, hier geht's richtig Action jetzt. Oh. Boah, ich komm hier nicht rein. Oh mein Gott! Ich kann die Metal World nicht placen. Oh mein Gott, sind hier viele, Chat. Erstmal weg hier. Ey, mein Gott, ich brauche Healing alles. Ach du Heilige. Wenn ich halt einmal stehen bleibe, ne, dann sammeln sich da echt auch eine Herde. Das ist krass. Eieiei. Okay, okay. Oh Gott, wir sind fein. Bist du normal solo? Ja, nur mit der kleinen Voraussetzung, dass hier so ein paar Leute sind, die mich streamsnappen. Aber heute ist es erlaubt. Heute ist es erlaubt für das Format. So ein bisschen einfacher zu wissen, wenn man weiß, wer die Streamsnapper sind. Da habe ich nämlich auch einen Vorteil jetzt mal gegenüber den Streamsnappern. Dass ich wenigstens weiß, dass sie welche sind, wenn sie diesen Skin tragen. Wenigstens mal auch habe ich auch mal
paar Vorteile hier bei dem Ganzen. Hinter mir, Bro. Guck mal, der Typ, ne? Das ist der von vorhin auch. Nein. Hehe! Arsch! Bro, chill doch mal! Mein Gott! Guck mal, er denkt, ich will ihn fighten. Er will fighten, aber irgendwie hat er auch Angst, ne? Der Typ. Guck mal, er kommt wieder hinterher, ne? Dann würde ich jetzt gerne meine Facecam groß machen, damit er nicht mehr weiß, wo ich hinfahre. Kleine Nervensäge, guck dich den an, ihr Beecher! Bro, ist das krank, ne? Ich glaub, Play ist so krass, aber. Das ist heftig. Oh, da oben? Oh, ich glaube, da oben. Ist ein Stream-Sniper. Ne, doch nicht. Oh, doch. Oder? Ne. Oh, oh. Oh mein Gott. What? What, 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 what? Als ob es nicht reicht. Oh mein Gott, ich verliere. Aber gut, ich wäre sowieso geklingt worden von dem. Okay, ich glaube, der ist kein Stream-Sniper-Chat. Wir sind an dem... Oh nein, nicht bereit machen. Wir sind an dem normalen Spieler-Down gegangen. Unlucky, dass meine Air da nicht mehr reicht. Ich hatte nur eine 3-Schuss, keine 5-Schuss. Das habe ich ein bisschen... Bin ich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Muss ich ehrlich zugeben. Okay, schauen wir mal. Es sind noch 15 Spieler live. Wir bleiben aber jetzt auf demjenigen drauf, der uns gekillt hat. Und der wird wahrscheinlich jetzt früher oder später von dem Stream-Sniper eliminiert. Hätten wir besser spielen müssen. Ich hatte aber auch echt sehr, sehr viele Leute am Rücken. Deswegen musste ich mich ein bisschen beeilen und konnte halt nicht so spielen, wie ich sonst gespielt hätte. Muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Ich hätte mir sonst natürlich ein bisschen mehr Zeit gegeben, aber ich bin natürlich auch sehr dumm jetzt in die Box gesprungen. In der Hoffnung, dass ich ihn kriege, weil... Alter. Okay, Aaron 203 war ein Stream-Sniper. Ist jetzt der an dem? Okay. Lol. Warum hat... Aber Aaron musste jetzt nicht so rein rushen. Aber Chat, ich sage euch ganz ehrlich, es kriegen nur 1000 V-Bucks die Stream-Sniper, ja? Also muss ein Stream-Sniper diese Runde gewinnen. Es leben noch 12 Leute. Der Mann spielt auch echt ein bisschen wie eine Banane, ne? Er hat auch keinen Bock auf die Kakteen oder sowas. Was macht er? Okay, hinter ihm ist einer im Jetpack. Er wird gestream-sniped auf jeden Fall. Okay. Ja, das ist ein Stream-Sniper, hundertprozentig, oder? Nee, das ist der, der uns auch verfolgt hat, aber ich glaube, der ist auch kein Stream-Sniper. Leben am Limit. Bei Jule Hesse, bruh. Okay. 11 Spieler noch alive. Er baut sich Kopf. Ja, das ist nicht so smart, glaube ich, ne? Mal gucken, was er hier draus macht. Also, außenrum ist safe einer, hundertprozentig einer, der den Stream kommt. Safe. Ganz, ganz sicher. SNX. Ist der ein Stream-Sniper oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Also, er spielt zumindest nicht den Skin, den ich gefordert habe. Den tanz mal, wenn du ein Stream-Sniper bist, aber eigentlich hat er sich da nicht an die Regeln gehalten. No-Skin oder Gwen's Pool? Ne, ich glaube, das ist kein Stream-Sniper, ne? Aber der ist gut. Bro, du musst tanzen, wenn du ein Stream-Sniper bist. Tanz wenigstens. Ich muss irgendwie sehen, dass du ein Stream-Sniper bist. Aber ich glaube, der ist keiner, ne? Alter, der ist aber krass. Oh, oh. Da kommt ein Surfwechsel. Der ist gut, der Typ, ne? Der ist nicht schlecht. Boah, stellt euch mal vor, es leben keine Streamsniper mehr. Das kann natürlich auch vorkommen, ne? 9 Spieler noch. Also wir sind jetzt bisher auf nur Leuten drauf gewesen, die nicht Teil des Streams sind. Eigentlich selten sowas. Normalerweise kommen wir relativ schnell auf Streamsniper drauf. Aber okay. Die Streamsniper, die vielleicht da live sind, die sind eventuell tatsächlich eher so auf der Spur nach den 1000 V-Bucks und haben gar kein Interesse, den Kollegen jetzt hier zu holen. Es ist ja auch ein Nachteil. Es ist ja wirklich ein Nachteil. Oh, oh. Oh, der. Oh, dem geht's ja jetzt gar nicht gut. Aua. Dem geht's gar nicht gut, dem Jungen. Bleiben wir da drauf. Ich würde so gerne rumswitchen, ne? Ich würde es so sehr interessieren, ob da Leute, die einen Grandpool-Skin haben. Wird wieder mit dem Auto weg. Langsam muss er jetzt mal down gehen. Naja. Oh, das ist ein Grandpool-Skin. Ja, das ist ein Grandpool-Skin. Das ist ein Stream-Sniper. Oh, der ist ja aber auch echt ein bisschen lucky, der Typ hier, ne? Grandpool-Skin, der macht gut, der macht gut, der macht gut Pressure. Oh, das ist Medkit und Big Bot alles. Boah, er findet halt alles, was er braucht, ne? Alles, was er braucht. Aber der Grandpool-Skin, der lässt nicht locker. Du musst jetzt pushen, Bro. Du musst jetzt pushen. Hä? Was war denn die Strategie, bitte? Hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Er hat sich out of zone geboxt. Hä? Muss ich das verstehen? Ist ja übel lost. Jetzt darf er sich da freibauen und wird halt jetzt geholdet. Also, weiß nicht. Ne? Okay. Grandpool, bitte. Ich glaube an dich. Oh, 100er. Ist mir zu confident, der Typ hier. Oh, der geht immer noch komplett rein. Ja gut, er hat halt einfach auch kein Healing. Ne? Digga, liegt dann Medkit und Big Pot. Aber der hat auch echt Glück, ne? Also der Typ hat echt Glück. Warum liegt dann Medkit und Big Pot? Die random. Das heißt, der war... Oh, Grandpool. Noch ein Grandpool-Skin. Jetzt kommt die Stream-Saver langsam. Aus den Löchern. 58er. Ja, 2B. Ja, das war's jetzt. Der kann jetzt nicht mehr. Der ist immer noch so confident. Guck mal, er rusht immer noch.
Wow! Bro, wer ist er? Ein Hit! Ein Hit, Jungs! Ein Hit, Jungs! Bitte! Der muss down gehen langsam. Solo Zeitrex mit dem Kill auf Braxy.exe. 6 Spieler noch alive, Chat. Das kann doch nicht wahr sein, dass der immer noch am Leben ist, der Typ hier. 113er, aber es reicht nicht. G7N Schwenny Held. Und damit haben wir unseren ersten Stream-Server, jetzt sehen wir spectaten. Und Bro, du wäre ganz geil, wenn du noch irgendwie vielleicht mal ganz kurz so ein Emote machst und so einen Tanz, sobald du fein bist. Also jetzt gerade nicht. Also du bist 100%ig ein Stream-Server. 100%ig, aber ganz entspannt, ganz entspannt. Mach erstmal dein Ding, mach erstmal dein Ding, Bro. Mach dein Ding. Muss jetzt nicht sofort tanzen. Mach dein Ding. Heal dich, heal dich, heal dich. Okay. 5 Spieler noch alive. Wird es Schwenny Held, der sich jetzt hier die 1000 V-Bucks holt? Mein Gott, ist das bitter. Oh mein Gott, und ein anderer Stream-Sniper. Nee, das ist Surfhexe. Das ist kein Stream-Sniper, der ihn pusht. Guter Hit, 24. Ah, nein! Bitte, mach zu! Sehr gut. Oh, ich würde sogar sagen, hau dieses Medkit langsamer rein, Bro. Medkit, 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 direkt. Medkit muss rein jetzt. Wegen der Zone allein schon. 8 Sekunden, Pull Zone. Macht er gut, macht er gut, macht er gut. Er muss auch auf einen dicken Hit gehen, damit er ihn kurz seine Ruhe lässt. Oh, da kommt noch ein Stream-Sniper. Da ist noch ein anderer. Grandpool-Skin. Und die Surfhexe denkt, dass es der ist, den er gerade am Fighten ist wahrscheinlich. Ist ja auch echt ein bisschen unwahrscheinlich, dass so viele Leute der Grandpool-Skin in der Runde spielen. Ne? Also die Leute, die sich hier, die normal hier zocken, die denken sich auch, was geht hier ab. Okay, hat aber wirklich noch gut gelöst, meine lieben Freunde. Solo Zeitrax mit dem Kill auf Muffin. Muffin dead! Als Fünfter. Das bitter. Das sehr, sehr bitter. Garantiert, dass Stream-Sniper stirbt jetzt in der Runde. In den Top 5. Oh, wer sehr? Okay, das ist ein Freakel. Mongol Hasson. Top 3, meine lieben Freunde. Oh mein Gott, gute Hits jetzt von der Surfhexe da unten. Boah, die Surfhexe ist, glaube ich, gefährlich, ne? Die macht schon die ganze Zeit Pressure. Okay, die Surfhexe, die geht in Zone schon mal. Und da hinten ist noch ein Grandpool-Skin. Wir haben 2 Stream-Sniper und einen Nicht-Stream-Sniper in der Runde. Mal gucken, was die 2 Stream-Sniper hier so kochen werden. Gute Hits auf den anderen Stream-Sniper. Und jetzt Stream-Sniper gegen Stream-Sniper, sage ich. 15 halt nochmal. Boah, Schwenny Held spielt aber gut, ne? Oh mein Gott, die Surfhexe ist so nervig! Oh! Die Surfhexe... Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Surfhexe. Die Surfhexe ist so nervig. Ey, wenn die Surfhexe das gewinnen, ne? Yo, Cryptic W, der war der Stream-Sniper. Jetzt ist es wirklich ein Stream-Sniper gegen einen Nicht-Stream-Sniper. Gewinnt jetzt Schwenny Held die 1000 V-Bucks oder gewinnt diese Runde keiner 1000 V-Bucks mehr, liebe Freunde? Das wäre ja heftig. Das wäre ja heftig. Bro, die Surfhexe, die geht hier komplett durch. Wie viele Kills hat die? Ey, jetzt können wir ja switchen. Die Surfhexe hat 8 Kills. Bro. Ist das heftig. Die hat 8 Kills gemacht. Und die spielt hier einfach ganz normal auf entspannt Publics. Was ein Getreuer hat er jetzt nochmal. Boah, ist die Surfwechsel, die spielt aber das Jetpack auch echt gut, ne? Und trotzdem holt es G7N Schwenny Held. Die Surfwechsel gibt zwar einen sehr, sehr, sehr respektlosen Hit, aber trotzdem gewinnt es ein Stream-Sniper und damit 1000 V-Bucks an die Community, beziehungsweise an Schwenny Held. GG's, W's und Who's in the Chat. Stark Schwenny Held. Sehr, sehr starkes Spiel, Bro. Es geht los. Wir gehen in die nächste Runde rein. Auf geht's. Hier ist auf jeden Fall jetzt zumindest schon mal kein Grandpool-Skin, der mich nerven könnte. Okay, hier unten ist Zepter, ne? Okay. Hier fliegt noch einer late. Könnte sein, dass es ein Stream-Sniper ist, muss aber nicht. Okay, Step Diner. Vor dem brauche ich jetzt keine Angst haben. Alright, dann sind wir schon mal gut aufgestellt. 2 Early Kills. Und hier bin ich zumindest schon mal nicht von einem Stream-Sniper contested, was schon mal gut ist. Natürlich können wir dann die Runde sogar für uns entscheiden. Sich am besten. Okay, wir haben echt geilen Stuff eigentlich. Also, ist gut. Erstaunlich ruhig, ne? Die Ruhe vor dem Sturm. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass die Streams einfach nicht damit gerechnet haben, dass ich Underworld droppe, sondern eher davon ausgegangen sind, dass ich Grimgit lande. Aber die outskilled. Sag ich jetzt einfach mal. Okay, Doomstadt wurde das Medaillon schon getaked. Bisher deutlich ruhiger als die erste Runde, ne? Deutlich, deutlich ruhiger. In den Scanbot mit. Ist das ein Scanbot? Scannt der hier Leute? Ja? Als ob? Warum weiß ich das nicht? Okay. Marzi Knuff ist in der Runde. Aha, und der hat gerade Nachti eliminiert. Nachti ist auch ein Stream-Sniper. Den kenne ich auch von gestern auch noch mit ein paar Runden mit Dave. Oh mein Gott, da oben ist ein Grandpool-Skin und der nervt mich nicht. Der nervt mich. Ja, schieß. Hau. Hau drauf auf seine Klöten.
Bitte. 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 Bro, bitte. Problem ist, wenn ich halt einmal stehen bleibe, ich würde die wirklich alle fighten, ne? Ich würde die auch alle umhauen. Aber ich traue mich nicht, weil wenn ich einmal in einen Fight mit deinem Streamsniper komme, ist vorbei. Ist vorbei. Dann bleibe ich stehen, dann muss ich mich boxen und dann kommen 5 andere Streamsniper. Ich muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben, meine lieben Freunde. Komm mal, da hinten. Oh, Sturmvorhersage. Das ist ein Call. Sturmvorhersage, ein Call. Bro, Gwenpool-Skin, ey. Also ihr wollt mir sagen, dass ihr nicht reingekommen seid? Hier sind so viele Streamsniper. Oh, shit. Ja, okay, Bro, okay. Was macht der? Ich muss so durchziehen. Ja, komm, das war's. Ja, guck, das meine ich, Chat. Ich bin eine Sekunde stehen geblieben. Bro, also Real Talk, ne? Nein, ich komm nicht raus. Bro, es ist unfassbar, ne? Nein, ich muss hier irgendwie raus und ich weiß nicht wie. Ja, bin tot. Sind viel zu viele. Sind viel zu viele. Also es ist viel zu viel. Guck mal, wie... Ja, er ist auch dead. Es ist halt auch dumm. Ich kann es einfach nicht sagen. Es ist wirklich dumm. Guck mal, die sind beide gestorben. Die sind beide down gegangen. Beide Streamsniper. Push nur dich. Ja, natürlich. Die sind ja auch Streamsniper. Das ist ja auch der Sinn des Formats. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich aufrege. Mann, okay. Next AVN. Ja, ist kein Streamsniper. Habt ihr euch selber verbockt? Der eine hat mich geholt. Dann derjenige Streamsniper wurde dann vom anderen Streamsniper geholt. Und der Streamsniper ist an Bots gestorben. Ihr seid lost. Was mache ich jetzt? Jetzt schaue ich jemanden auch noch zu, der kein Streamsniper ist. Toll. Geil. Okay. Oh, das ist ein No-Skin. Könnte ein Streamsniper sein, der keinen Gwenpool-Skin hat. Ah, eine Kombi wäre gut gewesen. Oh! Aua. 73 HP. 73 White. Das ist ein saftiger Hit. Vorbei. Ja. Aber musst du treffen jetzt. No Skin. Musst du auch mal treffen jetzt. Wenn du nicht triffst, dann wird es auch nichts. Bro. Also, oh mein Gott, ich krieg echt eine Krise bei solchen. Guter Hit. Und next AVN. Oh, da ist ein Gwenpool Skin. Don Famu! Da haben wir ihn! Auch mal kurz tanzen für uns. Damit wir wissen, dass du ein Streamsniper bist. Auch wenn du Gwenpool-Skin schon anhast. Ja, perfekt, kannst weitermachen, let's go. Okay, Don Famu, Streamsniper. Es leben noch 18 Spieler. Der Mann hat schon 5 Kills. Also er hat schon ein paar Meter gemacht. Hier in der Runde. Okay, mal gucken, was Don Famu macht. Was denkt ihr, wird er safe spielen, Chat? Oder wird er noch auf Kills gehen? Kaffee 432 lauter mit dem Kill auf Anonym. Ich würde an seiner Stelle so chillen einfach. Das Problem ist nur, hier sind halt ein paar andere, die selbstverständlich wahrscheinlich in der Lobby auch noch die 1000 V-Bucks gewinnen wollen. Aber er wird halt spectated. Das heißt, er hat halt natürlich jetzt einen Nachteil im Vergleich zu den anderen. Querz V2 mit dem Kill auf Noah. Oh mein Gott, Noah war in der Runde. Oh, und Querz V2 ist auch richtig gut. Oh mein Gott, da haben jetzt 2 Goats gefightet. Schauen wir mal, wie das Ganze ausgehen wird. Es leben noch 13 Spieler. Don Famu mit guten Voraussetzungen, mit 5 Kills. Nepto mit dem Kill auf Aaron. Aaron auch ein Streamsniper gewesen, ist jetzt dead. Nepto auch ein Streamsniper mit dem Kill auf Aaron. Lebt jetzt aber noch. Alter, hier sind ein paar Leute drin, die wir kennen. Oh, vor ihm. Ist das ein Gwenpool? Ja, ist ein Gwenpool-Skin. Und Don Famu will ihn fighten. Aber Don Famu macht ruhigen. Das ist gut. Er fightet nur das, was er fighten kann. Wenn ist ein Porsche. Da oben ist einer. Okay. Was eine Rotation. Der hatte Angst. Und landet ein No-Skin. Der baut aber nicht so gut, ne? Den könnte er theoretisch fighten. Was ist überhaupt No-Skin? Geh nochmal weg. Ah, das war der von oben. Ja, den kann er fighten. Oh, doch nicht. Kommt noch einer zum Clean. Da komm ich hoch. Jetzt.
Oh mein Gott. Ist auch ein No-Skin. Oh, 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 oh. 11 Spieler noch alive und ich glaube, viele davon sind Stream-Sniper-Chat. Wenn nicht alle. Querz mit dem Kill auf Anonym. Top 10 jetzt. Jetzt wird spannend. Probiert jetzt hier aus seiner Metalbox rauszukommen. Ihn campt jetzt auch keiner mehr ab, so wirklich. Er muss aber jetzt in Zone rotieren. Er sollte vielleicht auch gucken, dass er auf dem Weg noch vielleicht die ein oder anderen Maps farmt. Geht über die Brücke, macht er gut. Boah, das ist stacked, ne? Also die zweite Runde ist viel stackter. Viel, viel stackter. Top 10. Gut in Zone rotiert. Auch mal hier die paar Bricks farmen. Oh, schade. Den aber jetzt, ja. Okay, okay. Boah, ich würde sehr, sehr gerne wissen, wie die ganzen anderen Jungs heißen. Oder Mädels. Aber ich glaube schon, dass das echt, das sind wirklich fast alle Streams. Aber guck mal, die boxen sich auch alle. Oder es sind so wie letzte Runde vielleicht ein, zwei richtig gute drin. Die halt einfach nur so zocken. Gute Hits auf den No-Skin. Das ist ein Stream-Sniper. Ja. Den will er jetzt auch fighten. Ja, macht er gut, macht er gut, macht er gut. Macht er sehr gut. Macht er sehr, sehr gut sogar. Ja. Nennt er mit dem Kill auf FNO Zola. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kaffee 432 lauter, dead an Don Famu. Okay, 8 Spieler noch alive. Don Famu jetzt mit 6 Kills, meine lieben Freunde. Die anderen Leute sind eingebaut. Oh mein Gott, was ist das für ein Endgame? Das ist heftig. Jamie mit dem Kill auf Nepto. Boah, Jamie auch sehr, sehr gut, ne? Top 7, hey, hier sind nur richtig krasse Leute der Community dabei, ne? Würde ich sagen, das sind alle Stream-Sniper, die jetzt noch alive sind. Alle! Alle sind Stream-Sniper. Hier gibt safe keinen mehr, der einfach nur normal gespielt hat. Wir wissen, hier geht's um 1000 V-Bucks. Die wollen sich hier einen Skin freischalten, Dad. Querz, Querz, unfassbar guter Spieler. Der ist richtig gut. Querz V2 mit 7 Kills. Sein 7. Kill jetzt gerade eben gefallen auf Don Famu. Und der ist auch ein Stream-Sniper, sehen wir auch am Skin. Top 6 Situation. Okay, Querz geht jetzt auf High Ground, macht er gut. Hat auch noch 15 Metal Walls, ich kann auf jeden Fall auf High ausspielen. Was kann auch sogar sein, dass es auf den Heat aufgeht, ne? Ist das heftig? Was sehen wir hier? Geisteskrank. 6 Spieler, es leben noch 6 Leute hier, Chat. Ich spiele hier ganz normale Solo-Publics-Runde. Crazy, crazy, crazy. Gut gecrackt jetzt auf den Grandpool dort hinten. Querz rotiert es sehr, sehr gut. Probiert hinten, immer hinten zu bleiben. Ja, den Kill macht er. Ja, den hat er, den hat er, den hat er. Ja, dead. UKN Quasin. Jetzt dead. An Querz. Hier probiert jemand hochzugehen. Wird jetzt gesplieft, macht er gut. Ist ein No-Skin gegen Querz. Querz muss reloaden. Querz ist auf Low Ground. Hat auch nicht mehr so ganz, ganz, ganz viele Mats, um auf High zu gehen. Guck jetzt auf den No-Skin, ob er vielleicht da den No-Skin abfangen kann. Kriegt aber nur einen 16er rein. So, und geht auf den Berg hoch. Jamie mit dem Kill auf Quarto. Top 4 Situation jetzt. 37er. Noch 15 Builds jetzt. Oh, der Panther hätte drauf sein müssen. Top 3. Jamie mit dem Kill auf Freezy. Wir sind immer noch auf Querz drauf. Wir bleiben immer noch drauf. Er kann das noch holen. 8 Kills hat er. Jetzt rotieren wir einmal durch. Wir müssen kurz wissen. Das sind E-Stream-Sniper. Wir müssen es kurz wissen. Jamie mit 6 Kills gerade noch alive. Und wir haben dann noch Marzi mit 2 Kills jetzt gerade auf High Ground. Aber wir bleiben auf Querz drauf. Das sind die Regeln. Boah, so gute Performance, ne, von den dreien. Machen sie sehr, sehr gut. Aber Querz auch echt Top-Fragger jetzt gerade. Jamie mit dem Kill auf Marzi auf High Ground. Und jetzt Jamie gegen Querz. Querz auf Low Ground probiert aber jetzt hochzugehen mit seinem Jetpack. Jamie mit einem No-Skin hier ganz, ganz oben. Baut immer weiter hoch. Kriegt einen 50er rein. Und kriegt nochmal 116er ins Gesicht. Wie so ein Lappen. So ein Lappen. So ein feuchter Bam ins Gesicht. Jamie. Was sagst du dazu? Oh mein Gott. W's, GG's und Süß in den Chat für Querz. Und ich hab's gesagt. Er hat echt gut performt, Mann.